Ist Mittwoch, der 16. Februar 2011. Heute spricht unser Politikblog mit Herrn Roman Herre, Agrarreferent von FIAN. Herr Herre, Sie waren bei dem Weltsozialforum 2011 in der K. Was ist das Weltsozialforum? Weltsozialforum ist entstanden als eine Alternativbewegung, sozusagen ein Alternativkonzept zur globalen Entwicklung gegen das Weltwirtschaftsforum, um der Stimme der sozialen Bewegungen, der alternativen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, Basisbewegungen eine Stimme zu geben und zu diskutieren und aufzuzeigen, welche alternativen Entwicklungsmöglichkeiten es für eine globale solidarische Welt gibt. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse vom Weltsozialforum anschaut, es sind Menschen aus vielen Ländern dort gewesen. Was wurde vom Weltsozialforum produziert an Resolutionen oder welche Themen sind besonders ins Licht der Weltöffentlichkeit gekommen durch dieses Sozialforum jetzt in Dakar? Ich denke, es gab drei, vier ganz dominante Themen, alle natürlich vor dem Hintergrund, wie auch schon in 2009 bei dem Weltsozialforum in Brasilien, der globalen Krisen, der Klimakrise, der Finanzkrise und der Hungerkrise. Vor diesem Hintergrund wurden Themen wie Migration, Frauenrechte, Gleichberechtigung, und ein Thema, das uns besonders bei FIAN beschäftigt hat, das Thema des Landgrabbings, des großen Ausverkaufes von Ackerland, gerade auch in Afrika, diskutiert und eben Alternativen zu den aktuellen Entwicklungen diskutiert und auch Deklarationen, Abschlusserklärungen getragen von einer breiten Masse von Organisationen und Einzelpersonen zu den verschiedenen Themen verabschiedet. Ja, kommen wir zum Thema Flüchtlinge. Es werden ja viele Flüchtlinge aus Europa abgeschoben oder kommen erst gar nicht nach Europa und landen dann in Flüchtlingslagern, in zum Beispiel in Libyen oder in Mauretanien. Was wissen Sie darüber? Es gab doch, glaube ich, auch einen Marsch von Flüchtlingen in Richtung Sozialforum, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Welche Informationen haben Sie dort mitgenommen vom Weltsozialforum? Also es ist im Vorfeld des Weltsozialforums von einigen Organisationen auch schon eine Charta der Migranten erarbeitet worden, in der zentrale Forderungen der Migranten niedergeschrieben worden sind. Und tatsächlich war das Thema Migration nicht nur sozusagen Flüchtlinge, sondern grundsätzlich das Thema Migration, Reisen, ein sehr, sehr, sehr zentrales Thema auf dem Weltsozialforum. Und es gab sehr viele Organisationen und Gruppen, die beispielsweise auf dem Eröffnungsmarsch sich auch diesem Thema gewidmet hat. Ein Grundtenor der Organisationen war, den ich so aufgegriffen habe, war eben dieses Thema globale Bewegungsfreiheit, also nieder mit allen Grenzen und das Recht auf globale Bewegungsfreiheit, dorthin zu gehen, wo man will, als eine zentrale Forderung, das war dort hervorgehoben. Senegal gilt als ein ziemlich stabiles Land. Und trotzdem hat ja, glaube ich, auch Senegal mit dem Flüchtlingsproblem zu tun oder überhaupt auch Westafrika, auch politisch stabile Länder im Zusammenhang mit der Überfischung von vor den Küsten von Westafrika. Das war, glaube ich, auch ein Thema auf dem Weltsozialforum. Ja, das war auch ein wichtiges Thema, auch so ein bisschen unter dem Begriff Sea-Grabbing in Anlehnung an Land-Grabbing. Unter diesem Schlagwort ist das auch zusammengefasst worden und diskutiert worden. Es ist in der Tat so, dass vor Ort vor den Küsten Senegals und anderer westafrikanischer Länder eben große Fangflotten unterwegs sind, die den lokalen Fischern und Fischerinnen ihre Lebensgrundlage entziehen, indem sie eben die
küstennahen Gewässer überfischen und damit nichts mehr übrig lassen für die lokalen Fischer. Auf der anderen Seite dürfen die lokalen Fischer oftmals eben nicht mehr gewisse Bandzonen an der Küste überschreiten. Öffentliche Gründe dafür sind oftmals dann, dass es sozusagen Unfälle und Zusammenstöße zwischen den großen Trawlern und den kleinen Fischerbooten gibt. De facto ist es eben so, dass die Küstenbevölkerung, die zum Großteil von Fischerei lebt, ihrer Lebensgrundlage entzogen wird und damit natürlich auch ihr Recht auf Nahrung verletzt wird. Und das natürlich auch mit ein Grund dafür ist, dass Menschen in aussichtsloser Situation eben andere Mittel und Wege suchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dazu gehört eben auch für die es sich leisten können, also die nicht am absoluten Existenzminimum leben, ihr Glück außerhalb Afrikas zu suchen. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, welche Länder besonders betroffen sind, also wo man den der kleinen strukturierten Familienbetrieben von den Fischern vor allem den Fisch wegfängt und woher die Täter kommen, aus welchen Ländern oder welche Firmen sind da konkrete Namen genannt worden beim Weltsozialforum? Also ich bin auf keiner der Veranstaltungen gewesen, da ich mich eben um andere Sachen kümmern konnte und ich bin auch kein Experte zu diesem Thema. Es ist so, dass viele dieser Flotten natürlich dieser großen Fangflotten grundsätzlich unter asiatischen Flaggen laufen, dass aber natürlich auch die Konzerne, die davon verdienen, die diese Fische dann verkaufen, auch hier auf dem europäischen Markt verkaufen, dass das dann natürlich auch wiederum andere sind, also wie auch an anderen Bereichen sozusagen die Globalisierung zuschlägt und sehr schwierig ist, sozusagen ganz konkret einzelne Täter ausfindig zu machen. Aber möglicherweise wissen da auch andere Leute mehr zu dem Thema. Ja, kommen wir zum Landgrabbing. Inwieweit ist da Afrika von betroffen und wem wird da das Land weggenommen? Geschieht das legal und wer bekommt das Land? Also Afrika ist einer der sogenannten Zielkontinente. Ja, also es gab eine umfassende Studie, der Weltbank, auch einer der Verfechter sogar dieses Landgrabbings, dieser riesigen Investitionen in die Landwirtschaft, die festgestellt hat, dass innerhalb eines Jahres in 2009 knapp 50 Millionen Hektar Ackerland transferiert worden sind oder in Verhandlungen aktuell sind. Nur zum Vergleich, das ist etwa ein Viertel der Agrarfläche der gesamten Europäischen Union, die da in einem Jahr zur Disposition gestellt worden sind. Und 70% davon sind eben in Afrika von den Investoren ausfindig gemacht worden. Und es ist so, dass gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent es ein duales System von Landnutzungsrechten gibt. Es gibt nach der Kolonialzeit den Staat, der hoheitlich das Land über das Land verfügt, allerdings sozusagen nur verwalten soll. Das wird natürlich bei einigen, wie man heute sieht, einigen Regierungen uminterpretiert, als ob sie das Land selber besitzen würden und sie damit eben diese großen Landflächen oftmals an ausländische Investoren veräußern. Das sind zum einen ein ganz wichtiger Faktor eben die Agrartreibstoffkonzerne, die auch angesprungen sind auf die Beimischungsquoten der Europäischen Union zum Thema zu Agrartreibstoffen oder der USA oder anderer industrialisierter Länder. Und diese Agrartreibstoffkonzerne haben eben in den letzten Jahren versucht, sehr, sehr viel Land in Afrika sich zu organisieren, um Agrartreibstoffe für den beispielsweise europäischen Markt zu produzieren. Ein anderes Thema ist, dass im Zuge der steigenden Preise für Grundnahrungsmittel, für Agrarrohstoffe auch sehr viel mehr Spekulanten sich in diesem Bereich befinden. Es gibt also beispielsweise Investitionsfonds von Firmen und von Banken, die
explizit Land aufkaufen oder Land langfristig pachten und das dann in der Hoffnung, dass die Preise steigen, für höhere Preise wieder probieren, weiter zu verpachten oder zu verkaufen. Also Spekulation. Und das Schlimme daran ist, dass eben diese Spekulation, die möglicherweise zum Gewinn von wenigen Reichen führt, dass diese Spekulation auf der anderen Seite oftmals direkt damit einhergeht, dass das Land der lokalen Bevölkerung, die eigentlich Nutzungsrechte, traditionelle Nutzungsrechte an diesem Land haben, dass das der Bevölkerung entzogen wird. Sie damit die einzige Möglichkeit, wie sie ihre Ernährung sichern können, eben mit Land, mit Ackerland, dass sie diese Möglichkeit verlieren und damit die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass das Hungerproblem auf dem afrikanischen Kontinent noch sehr stark verschärft wird durch dieses Landgrabbing. Das bedeutet, dass es in vielen Ländern gar nicht so ein Grundbuchwesen gibt wie bei uns, dass bei jedem Grundstück genau vermerkt ist, wem das Grundstück gehört, sondern man weiß halt, das gehört der Bevölkerungsgruppe, der Großfamilie oder dem Stamm praktisch, die das Land nutzen dürfen, aber es ist nirgendwo schriftlich festgelegt. Genau, es ist also es gibt natürlich in den verschiedenen afrikanischen Ländern Unterschiede, aber wenn man es mal etwas pauschalisiert, dann kann man sagen, dass es wenig schriftlich festgehaltene Dokumentationen gibt über Landnutzung, über Landbesitz und dass das eigentlich klassisch beispielsweise über den lokalen Chief oder über mündliche Vereinbarungen geregelt wurde und dass jetzt mit dem Run auf das Ackerland auf einmal mehr oder weniger gesagt wird, de facto gesagt wird, dass mündliche Vereinbarungen, dass traditionelle Nutzungssysteme und Aushandlungen, also wer welches Land zu welchen Zeiten nutzen kann, dass die auf einmal nicht mehr gelten, ja, dass die einfach ignoriert werden und man nur noch sozusagen im allerbesten Falle nach schriftlichen Nutzungstiteln verlangt. Und selbst da ist es so, es gibt einige Fälle, die das auch aufgezeigt haben, wie beispielsweise in Kenia im Yala-Swamp-Gebiet, wo Leute private Nutzungsrechte haben, aber diese eben nicht durchsetzen können und massiv unter Druck gesetzt werden, auch unter ökonomischen Druck, um dann eben ihr Land doch abzugeben. Das heißt also auch, selbst wenn man in diesen Kontexten des hohen Bedarfs an Land durch Investoren einen privaten Landtitel hat oder schriftliche Dokumente hat, die das festlegen, auch dann ist man nicht sicher vor dem Landverlust. Warum machen Regierungen sowas mit? Die wollen doch wiedergewählt werden. Bitte? Warum machen Regierungen sowas mit? Die wollen doch wiedergewählt werden. Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Also man muss sich auf der einen Seite vorstellen, dass beispielsweise Länder wie Mosambik, eines der großen Zielländer der Investoren, überflutet werden von Beratern der Weltbank, von bilateralen Entwicklungsorganisationen, die alle raten, dass man sozusagen den Agrarsektor für diese Investitionen öffnen muss. Und auf der anderen Seite die lokale Bevölkerung, gerade die ländliche Bevölkerung, klassisch eben kein Gehör findet bei der Regierung. Das heißt also, es gibt einen sehr einseitigen Lobbydruck in Richtung dieser großflächigen Landtransaktionen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass manche Regierungen auch einfach vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der natürlich sehr, sehr knappen Staatskassen der afrikanischen Länder den Verlockungen auch nicht widerstehen können, wenn gesagt wird, wir machen dann die ganze Infrastruktur für euch, ob das dann hinterher gemacht wird oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wird eben oft versprochen und die Regierungen dann natürlich denken, wunderbar, dann müssen wir es nicht machen, dann haben wir das damit schon abgehakt. Das ist sozusagen auch ein bisschen eine Hoffnung, dass da was Positives mit einhergeht, die sich aber nach meinem Wissen in bis jetzt keinem Fall wirklich bestätigt hat. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz klar und ganz konkret Korruption, Vorteilsnahme durch solche Transaktionen, ja, dass einzelne Bevölkerungsgruppen eben sehr stark benachteiligt werden, aber Einzelpersonen, lokale Chiefs, Regierungsmitglieder oder so beispielsweise eben stark bevorteiligt werden, private Profite dann da aus diesen Transaktionen schlagen.
Der IWF hat ja zum Beispiel schon mal Ländern wie Niger, wie Malawi oder wie Äthiopien zur Auflage gemacht, ihre Nahrungsmittelnotvorräte auszuverkaufen, was laut einem John Walsh-Interview mit Professor John Ziegler vor allem im Niger katastrophale Auswirkungen gehabt hat. Sind Ihnen auch eventuell Auflagen bekannt von IWF oder Weltbank, die das Landgrabbing zu unterstützen versuchen? Es gibt eine Studie vom Oakland-Institut, die heißt Misinvestment, sehr lesenswerte Studie, die sehr schön zusammenfasst, mit welchen Instrumenten, Mitteln und Mechanismen die Weltbank über ihre verschiedenen Arme wie die International Finance Corporation oder andere Vehikel massiv dazu beigetragen hat, einseitig Investoren zu informieren, ihnen Land zu verschaffen, andererseits die nationalen Gesetzgebungen so weit ausgedünnt haben und so weit hingebogen haben durch Beratungsleistungen, auch im Zusammenhang mit Projekten, in denen viel Geld versprochen wurde, dass das eben sozusagen teilweise sehr subtil der Weg auch bereitet wurde für diese großflächigen Landnahmen. Es gibt ein Beispiel in Madagaskar oder auch in Mosambik. In Madagaskar war es beispielsweise so, dass privat Ausländer eben kein Land pachten durften oder nur in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen und dann die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit Amerikas, die Weltbank dazu jahrelang versucht haben, die Landmärkte zu liberalisieren in Madagaskar, und die Regierung hat dann in 2008 eben die Landmärkte auch liberalisiert, indem sie Pachten von 99 Jahren für ausländische Konzerne zugelassen haben bei Land. Und direkt im Anschluss daran gab es ja den großen Deal zwischen Daewoo, der südkoreanischen Firma, und Madagaskar, der dann auch aufgeflogen ist, an die Öffentlichkeit gekommen ist, wo der Konzern 1,3 Millionen Hektar Ackerland in Madagaskar pachten wollte. Das hat sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen, und dieser Deal war Teil des Grundes, warum es dann einen Umsturz auch gab und der Präsident aus seinem Amt gejagt wurde. Das größte Machtmittel von der Menschenrechtsorganisation FIAN oder das, worauf sie sich zentral konzentrieren, ist ja das Menschenrecht auf Nahrung, Artikel 11 UNO-Sozialpakt. In Lateinamerika wird dieses Menschenrecht oder werden überhaupt die Menschenrechte der UNO in zahlreichen Staaten von den nationalen Gerichten angewandt? Sind eben Beispiele aus Afrika bekannt, dass den Staaten, dass den Gerichten, den Regierungen die unmittelbare Anwendbarkeit der universellen Menschenrechte bekannt ist und sie danach handeln? Es gibt, leider fällt mir der Name des Landes gerade nicht ein, es gibt ein Land, das das Recht auf Nahrung auch in Afrika in die Verfassung mit aufgenommen hat. Ich kann das gerne noch nachtragen. Haben Sie mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber es ist natürlich so, dass die afrikanischen Staaten ganz besonders auch auf ihre afrikanische Charta Wert legen, und das, denke ich, auch ein wichtiges Mittel ist, mit dem das Thema Landgrabbing auch aus menschenrechtlicher Perspektive stark bearbeitet werden kann, eben nicht nur das globale Menschenrechtssystem, sondern auch das kontinentale in Afrika, dass damit eben auch die Illegitimität dieser Landtransaktionen angesprochen werden kann. Aber vielleicht auch nochmal zum Recht auf Nahrung, und eben nicht nur zum Recht auf Nahrung, sondern eben zum gesamten sogenannten Sozialpakt und auch dem Pakt über politische und bürgerliche Menschenrechte. In beiden steht in Artikel 1 und 2 drin, dass kein Mensch seiner Subsistenzgrundlagen beraubt werden darf. Und genau das ist aus unserer Sicht eben eine Geschichte, die gerade im Rahmen dieses Landgrabbings sich abzeichnet, dass wirklich große Anteile des Agrarlandes eines Landes, die für die Ernährung der Bevölkerung notwendig sind, dass die eben veräußert werden und damit eben nicht mehr für die Ernährungssicherung genutzt werden können. FIAN
hat vor einigen Jahren ja auch eine Broschüre herausgebracht zu Agrarreformen. Gibt es da zurzeit in Afrika auch positive Ansätze, dass Land auch wieder zu den Armen verteilt wird, nicht nur ausverkauft wird? Es gibt umstrittene Ansätze von unterschiedlichen Seiten, umstrittene Ansätze. Es gibt gerade im südlichen Afrika natürlich auch im Rahmen der gesamten Apartheid eine sehr ungerechte Landverteilung. Dort wurden die farbigen Bevölkerungsgruppen in sogenannte Communal Lands gescheucht, eingesperrt und parallel dazu wurden riesige Ranchen und Farmen für weiße Farmer aus dem Boden gestampft. Und da gibt es Bewegungen in den verschiedenen Ländern, dieses eben wieder rückgängig zu machen, auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt in Namibia und Südafrika gibt es eine Agrarreform nach Weltbankmodell, das Modell des sogenannten Willing Buyer, Willing Seller. Das heißt also, dort hofft man drauf, dass die reichen Großgrundbesitzer ihre Farmen freiwillig zum Verkauf anbieten, was natürlich der Fall ist, dass sie nur die für sie nicht rentabel sind, die, wo es das schlechteste Land gibt, dass sie die natürlich zum Verkauf anbieten und dass der Umverteilungsprozess wirklich nur marginal ist, also kaum wirklich zu einer gerechteren Landverteilung beiträgt. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Fast-Track Land Reform in Simbabwe, die sehr, sehr umstritten gewesen ist seitens der internationalen Gemeinschaft. Es gibt allerdings ganz aktuelle Studien, die zeigen, dass im Rahmen dieser Landreform auch einige positive Entwicklungen stattgefunden haben, dass tatsächlich also die entvölkerten Gegenden, in denen die großen Farmen waren, dass in denen wieder bäuerliche Landwirtschaft stattfindet, dass die Menschen sich ihr Einkommen sichern können. Das heißt also, es gibt dort auch positive Entwicklungen, die es, denke ich, wichtig ist, genau zu beobachten. Noch eine Frage zum Abschluss. Wie haben sich die Ereignisse in Tunesien und in Ägypten auf das Weltsozialforum ausgewirkt? Was ist da spürbar? Was ist da erfahrbar gewesen? Es war natürlich auf dem Eröffnungsmarsch ein großes Thema der ganzen nordafrikanischen Länder und Gruppen, die dort vertreten waren, die sich solidarisiert haben mit der Bevölkerung in beispielsweise Tunesien und Ägypten. Das war es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde es frenetisch bejubelt und gefeiert, als auf der Abschlusskundgebung der sozialen Bewegungen dann verkündet wurde, dass Mubarak nicht mehr im Amt ist. Das heißt also, das war ein Thema, was kontinuierlich diskutiert wurde, wo auch viel Presse vor Ort nachgehakt und nachgefragt hat. Und dass das Weltsozialforum dieses Jahr bestimmt auch ein ganzes Stück weit mitgeprägt hat. Vielen Dank.